Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Stadtgespräch hier bei München TV. Es geht um die politische Existenz der Bayern-SPD. Dafür kämpfen Sie ab sofort gemeinsam als Team in einer Doppelspitze. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ronja Endres, die neue frisch gewählte Landesvorsitzende der Bayern-SPD und der neue Landesvorsitzende Florian von Brunn. Schön, dass Sie da sind. Hallo und guten Abend, Herr Michelsen. Vielen Dank. Frau Endres, die SPD in Bayern steht derzeit bei ungefähr 7%. Sie übernehmen ein marodes Haus, in dem viel, viel Arbeit drinsteckt. Ganz einfach gefragt, warum tun Sie sich das an? Also ich habe sogar hart dafür gekämpft, dass ich diese Aufgabe übernehmen darf. Tatsächlich, ich mache das, weil ich ganz ehrlich an die Ideen der sozialen Gerechtigkeit glaube und ich dafür kämpfen möchte, dass es den ganz normalen Menschen in Bayern, in München einfach gut und besser geht und dass die Welt gerecht zugeht. Haben Sie sich schon ein bisschen dran gewöhnt, Landesvorsitzende? Tatsächlich ist es für mich noch sehr ungewöhnlich. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, aber wir haben uns direkt in die Arbeit geschmissen und deswegen kommt es auch langsam an. Mein Handy sagt mir jedenfalls, ich bin Landesvorsitzende, ich bin quasi die ganze Zeit am Telefonieren. Also das Telefon steht nicht still. Herr von Brunn, endlich haben Sie es geschafft, beim weiteren Anlauf sozusagen. 2017 haben Sie gegen Natascha Kohnen verloren. Sie wollten Fraktionschef im Landtag werden. Auch da sind Sie gescheitert. Jetzt hat es also endlich geklappt als Landesvorsitzender. Sind Sie sowas wie ein Stehaufmännchen? Also ich bin 1,93, deswegen würde ich mich jetzt nicht als Männchen bezeichnen. Aber ich glaube, es ist ein ganz normaler Vorgang in der Demokratie und in demokratischen Parteien, dass es unterschiedliche Bewerbungen und Wahlen gibt. Und ich bin da relativ, wie soll ich sagen, es beeindruckt mich jetzt nicht, wenn ich mal auch eine Niederlage hinnehmen muss. Willy Brandt ist auch mehrmals angetreten, bevor er Bundeskanzler geworden ist. Mhm. Eine Kollegin aus dem Landtag hat Sie als Trüffelschwein bezeichnet. Wie sehr haben Sie sich denn über diese Bezeichnung gefreut? Ich weiß, die Kollegin aus dem Landtag, die Ruth Müller, die meint das total positiv im Sinne von, dass ich weiß, welche politischen Themen wichtig sind und wo man vielleicht auch was aufklären muss, wie bei dem Maskenskandal der CSU. Der zweite Teil nach Trüffel, ja, da kann man jetzt drüber streiten. Da würde ich mir ein anderes Wort vielleicht wünschen. Frau Endres lacht. Ja, weil der Begriff tatsächlich mal von mir gekommen ist, weil ich mag Schweine wahnsinnig gerne, die sind hochintelligent. Wirklich eine der intelligenteren Tierarten, die wir haben, teilweise klüger als Hunde und so weiter. Und den Begriff, der kam mir einfach, weil der Florian wie kein Zweiter diese Skandale aufspürt, diese Ungerechtigkeit entlarvt und dann auch wirklich dranbleibt und sich festbeißt und diese Sachen dann auch ans Licht zerrt und dann eben auch weiter dranbleibt, bis sich die Sache dann auch wirklich erledigt hat. Frau Endres, warum haben Sie sich eigentlich für diese Doppelspitze entschieden? Warum keine One-Man- oder Woman-Show? Also uns war es wichtig, dass wir jetzt so viel Zeit und Kraft, wie es geht, in diesen Vorsitz stecken können. Es ist ja nicht so, dass das ein bezahlter Vorsitz ist, es ist ein Ehrenamt. Und deswegen ist es wichtig, haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich eine Vollzeitstelle und das schafft man nur zu zweit. Und wir haben auch gesagt, das ist heutzutage einfach modern, eine Doppelspitze zu machen. Es ist gleichberechtigt, ein Mann und eine Frau zusammen an der Spitze. Und wir arbeiten wahnsinnig gut und harmonisch miteinander zusammen. Es macht auch sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und ich bin wirklich froh, so einen tollen Partner zu haben. Wie teilt man sich denn da jetzt auf, Herr von Brunn? Also wir haben uns die Themen aufgeteilt. Die Frau Endres macht zum Beispiel das große und wichtige Thema Bildungsgerechtigkeit oder auch wenn es... Was ja ein großes Anliegen von uns ist, dass wir Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit und dem Erhalten von guten Arbeitsplätzen verbinden. Da bin ich sozusagen für den Klimaschutzteil und die Frau Endres für den Teil Arbeitsplätze sichern zuständig. Also wir haben so thematische Aufteilungen und natürlich gibt es auch noch den Arif Taschdelen als neu gewählten Generalsekretär aus Nürnberg. Wir müssen jetzt im Moment viel klären, viel festlegen, weil wir dahin kommen wollen, dass es für uns, dass wir gar nicht mehr darüber diskutieren müssen, wer macht was. Wir sind natürlich zu allem sprachfähig, aber dass wir da eine ganz klare Aufteilung haben, das ist gerade auch, also es hat sich so ein bisschen ergeben durch die Aufteilung, die wir jetzt im innerparteilichen Wahlkampf hatten. Aber das setzen wir jetzt fort und dann
Das mit der Doppelspitze ist neu bei der Bayern-SPD. Das war ja ganz schön knapp, diese Abstimmung, müssen Sie zugeben. Ja, das war knapp, aber es liegt ja auch daran, dass wir hier im Wettbewerb waren mit Uli Grötsch. Der ist Spitzenkandidat der Bayern-SPD für die Bundestagswahl. Er war der amtierende Generalsekretär. Das ist natürlich auch ein politisches Schwergewicht, Uli Grötsch. Und da war uns von vornherein klar, das wird keine Entscheidung, wo wir mit einem 8:0 aus dem Stadion gehen. Also Uli Grötsch ist Verlierer dieser Abstimmung. Haben Sie ihn damit nicht geschwächt für den anstehenden so wichtigen Bundeswahlkampf? Also ich glaube, bei dem Ergebnis, wo es um 4 Stimmen hin oder her geht, kann man nicht davon reden, sondern im Gegenteil, es zeigt ja auch, dass er stark ist und dass er beliebt ist in der Partei. Mhm. Wo unterscheiden Sie sich? Auch inhaltlich? Also ich glaube, dass wir stärker das Thema einfach auch Klimaschutz und Umweltschutz integriert haben bei uns. Das ist für uns ein bisschen wichtiger als bei Uli Grötsch. Und wir haben vielleicht auch, er ist ja Polizist zum Beispiel von seinem ursprünglichen Beruf her, wir haben vielleicht auch bei der inneren Sicherheit und bei Fragen der Innenpolitik ein bisschen unterschiedliche Akzente, die wir setzen. Und man muss natürlich dazu sagen, dass wir einfach auch das Argument hatten, wir brauchen jetzt neue Besen, die gut kehren. Uli, du hast es schon 4 Jahre gemacht. Jetzt ist es mal Zeit für eine Wachablösung. Wie lange haben Sie darüber nachgedacht, dass Sie das noch mal wagen, nachdem Sie 2017 nicht vorgedrungen sind als Landesvorsitzender? Naja, einige Abende, einige Nächte. Ich habe schon ein bisschen darüber nachgedacht und habe mir das überlegt. Habe es mit der Frau Endres besprochen, habe es mit guten Freunden besprochen. Ja. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da Wochen und Monate lang gegrübelt habe und nicht schlafen konnte danach. Na gut. Frau Endres, was macht man in den ersten Tagen als Landesvorsitzende? Wie muss man sich das genau vorstellen? Also wir haben uns erstmal tief Luft geholt. Wir haben aber am Sonntag direkt gestartet, uns Prioritäten zu setzen. Was wollen wir direkt und sofort angehen? Wir haben uns mit den Hauptamtlichen im Oberanger natürlich getroffen. Und jetzt telefonieren wir gerade zum Beispiel die Gewerkschaften ab. Das war mir ganz besonders wichtig, dass wir die auch als allererstes anrufen. Wir haben bei der Arbeiterwohlfahrt gratuliert, die am Wochenende auch gewählt haben. Auch mit denen wollen wir ein Gespräch suchen, dass wir einfach sofort reinstarten können in unsere Arbeit. Sie sind Regensburgerin, aber in Starnberg geboren. Sie sind Münchner. Wie kam es eigentlich zu dieser gemeinsamen Zusammenarbeit? Wie hat sich das entwickelt, dass Sie gesagt haben, so, wir treten jetzt als Zweierteam an für diesen Landesvorsitz? Wie hat sich das entwickelt, Herr van Brunn? Wir haben uns gekannt aus dem Landesvorstand der SPD. Da ist die Frau Endres drin als Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich bin als Beisitzer im Landesvorstand gewesen. Und wir haben insbesondere im Bereich Umwelt, sozial, ökologische Wende, Arbeit, da haben wir viele Gemeinsamkeiten entdeckt und haben da zusammengearbeitet. Übrigens, die Frau Endres ist nur in Starnberg geboren. Ich möchte schon noch mal betonen für Sie, dass sie eigentlich stammt aus Penzberg und es ist eine klassische Arbeiterstadt. Jetzt gibt es diese zwei Lager. Einmal das Unterstützungslager von quasi Uli Grötsch und Sie. Wie schafft man es denn jetzt, diese beiden Seiten innerparteilich wieder auf eine Linie zu führen, diesen Zusammenhalt zu schaffen? Wie schwierig wird das? Also ich stelle jetzt fest, wir kriegen ja sehr, sehr viele Glückwünsche und Gratulationen, dass ein großer Wunsch da ist, dass wir gemeinsam nach vorne gehen, dass wir gemeinsam am Erfolg der SPD arbeiten. Und sowohl der Uli Grötsch auf uns als auch wir sind auf ihn zugegangen nach der Wahl und haben gesagt, Uli, wir haben jetzt einen Wahlkampf geführt, der war aber auch fair, der war inhaltlich vielleicht hart geführt. Aber wir arbeiten jetzt zusammen und ich glaube, da sind wir uns auch völlig einig, dass wir jetzt gemeinsam nach vorne gehen müssen. Wie haben Sie diesen Wahlkampf erlebt? Jetzt gerade schwierig, natürlich in Corona-Zeiten. Vieles findet online statt. Frau Endres, wie war das für Sie? Also es war schon auf der einen Seite sehr schade, wenn man die Möglichkeit hat, auf einem Parteitag eine Bewerbungsrede für den Vorsitz der Bayern-SPD zu halten. Vor 300, 400 Menschen, die einem zujubeln, die reagieren auf die Worte, die man sagt, das ist ein ganz anderes Gefühl. Und es war natürlich sehr schade, dass man nur noch in eine Kamera sprechen konnte. Auf der anderen Seite habe ich mich so deutlich sicherer gefühlt, als in dieser Situation vor 400 Menschen zu stehen. Das war sehr, sehr schade. Es hat auch gefehlt, die ganzen Genossinnen und Genossen wirklich
per Angesicht zu sehen, vielleicht ein kleines Hintergrundgespräch zu führen, einen Kaffee zu trinken mit denen. Das war schon sehr ungewöhnlich. Wie ist dieser innerparteiliche Wahlkampf dann abgelaufen, Herr von Brunn? Wie muss man sich das vorstellen? Sie sind durch ganz Bayern gezogen, nehme ich an, haben viele Menschen besucht? Ja, wir haben ja leider Corona. Das ist ja, hängt ja über dem Land und über Bayern. Deswegen war unser Wahlkampf virtuell, wie man so schön sagt. Also wir haben unendlich viele Videokonferenzen, ungefähr 50 Videokonferenzen mit unseren Ortsvereinen und Kreisverbänden gemacht und da ganz viel diskutiert, teilweise mit Uli Grötsch, teilweise aber auch alleine. Ja, teilweise zwei am Abend. Also wir waren dann nach Landtag oder Arbeit bei der Frau Endres noch 3 bis 4 Stunden beschäftigt und haben diskutiert über Politik und was für Bayern am besten ist. Ohne Smartphone wäre es nicht gegangen. Sie haben Arif Tashtelin mit ins Boot geholt als Generalsekretär. Was zeichnet ihn aus, Frau Endres? Also Arif hat erstmal einen unglaublich guten Humor. Aber was ich besonders an ihm schätze, ist, dass er exakt weiß, wie man auf Menschen zugeht. Der hört zu, der ist sehr, sehr einfühlsam. Das kann er auch aus seiner eigenen Biografie her, glaube ich. Der ist mit 8 Jahren aus der Türkei gekommen. Sein Vater war Gastarbeiter und ist hier auf die Schule, musste erst die Sprache neu lernen, war dann auf der Hauptschule, hat eine Lehre gemacht, war gewerkschaftlich sehr, sehr engagiert, hat beim Zoll gearbeitet, in der Arbeitsagentur wirklich jahrelang, bevor er dann wirklich in diesen Landtag gewählt wurde. Und das zeichnet ihn als Mensch einfach unwahrscheinlich aus. Inwieweit hat man sich jetzt schon in den ersten Tagen ja, zusammengesetzt, zusammengeschaltet, überlegt, wie gehen wir jetzt vor? Also wir sind eigentlich mit dem Arif Tashtelin, also wir drei sind im ständigen Austausch. Wir telefonieren eigentlich mehrmals täglich oder haben mehrmals täglich Videokonferenzen. Und wir haben uns jetzt natürlich schon am Sonntag, also eigentlich schon am Samstag, nachdem wir gewählt worden sind, mit wichtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Parteizentrale hier im Münchner Oberanger zusammengesetzt. Und seitdem haben wir ganz viele Gespräche geführt, die Ideen und Vorschläge aufgenommen und natürlich auch versucht zu lernen, wie hat man es gemacht, wie ist man organisiert. Wir haben unsere eigenen Vorstellungen mitgebracht und diskutieren, wie kann man das am besten umsetzen. Also es wird sehr, sehr viel geredet und sehr konstruktiv. Sie bezeichnen sich als Erneuerer der Bayern-SPD. Was wollen Sie denn konkret anders machen als Ihre Vorgängerin Natascha Kohnen? Also das Erste ist natürlich, das primäre Ziel ist, dass wir wieder mehr Prozente bekommen. Ja, wir hatten bei der letzten Landtagswahl 9,7. Wir sind in den Umfragen bei 7%. Die SPD mit ihrer langen Geschichte, mit ihrer stolzen Geschichte in Bayern, wir waren ja auch schon mal bei 35%. Die muss einfach wieder stärker werden und dafür werden wir alles tun. Das heißt, wir wollen die SPD mit einem klaren Profil in die Öffentlichkeit bringen. Wir wollen uns vielleicht aber auch nicht so viel mit uns selbst beschäftigen und nur intern diskutieren. Intern muss man diskutieren, wenn es darum geht, mit welchen politischen Vorschlägen macht man das Land gerechter, schafft Klimaschutz. Das muss man diskutieren, aber wir führen ja auch viele Diskussionen, die man vielleicht etwas kürzer führen könnte. Und dass man dann einfach auch Zeit gewinnt, um den Menschen zuzuhören. Wie geht es denn den Menschen, die zum Beispiel zurzeit nicht im Homeoffice arbeiten können, die das Ganze am Laufen halten, an der Ladentheke oder am Krankenbett als Pflegerin oder Pfleger oder als Paketzusteller? Darum geht es uns, dass wir da wirklich auch das Signal nach außen geben, ihr seid wichtig und wir hören euch zu und wir nehmen eure Anliegen auf. Frau Endres, was waren denn die größten Fehler der Vergangenheit bei der Bayern-SPD? Also ich glaube, es ist einfach nicht rübergekommen, welche inhaltlichen Themen wir setzen wollten und wie wir eigentlich das Leben der Menschen, die einfach draußen wirklich ihrem Beruf nachgehen, die eine Familie haben, die vielleicht einen Angehörigen pflegen, wie wir für diese Menschen das Leben deutlich besser machen können. Der Florian von Brunn hat das jetzt auch schon erwähnt. Dafür ist es auch wichtig, dass wir diesen Leuten auch wirklich zuhören. Wir können denen nicht einfach sagen, übrigens, das ist die Lösung für dein Problem. Nein, man muss zu den Elternverbänden gehen, mit denen sprechen. Wir müssen mit der Arbeiterwohlfahrt reden. Was ist denn zurzeit in der Altenpflege zum Beispiel los? Jetzt während Corona noch deutlicher. Wir müssen mit den Gewerkschaften und den Betriebsräten sprechen. Wie geht es bei euch in den Betrieben? Welche Probleme habt ihr? Und das ist jetzt nicht nur während der Corona-Krise wichtig. Daran müssen wir jetzt eben arbeiten, dass wir das auch durchziehen, auch wenn diese Krise überstanden ist und wir einfach uns wirklich diese Expertise, was können wir für die Menschen verbessern, direkt von den Menschen selber holen. Herr von Brunn, viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich, was ist denn jetzt eigentlich das Kernthema der Bayern-SPD? Ja, was ist es denn?
Das Kernthema der SPD ist immer das Thema Gerechtigkeit und Soziales. Das ist ganz klar das Thema der SPD. Und warum kommen Sie damit nicht durch, mit diesem Thema? Warum landen Sie nicht bei den Wählerinnen und Wählern? Ja, das ist ja eine gute Frage, die Sie stellen, weil wir haben ja in der großen Koalition, in der wir seit vielen Jahren sind, vielleicht auch ein Teil des Problems, haben wir ja viele Sachen umgesetzt. Es waren nicht andere Parteien, nicht unsere Koalitionspartner, sondern das waren wir. Ich sage jetzt mal vom Mindestlohn über die Grundrente bis hin dazu, dass wir die erbarmungswürdigen Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie jetzt reguliert und verboten haben. Dass wir jetzt ein Lieferkettengesetz nach vorne treiben, damit eben Produkte, die in Deutschland verkauft werden, nicht mit Kinderarbeit hergestellt werden. Aber leider wird es nicht genug auf uns angerechnet und es ist natürlich auch ein Hindernis, weil die Leute immer noch an Agenda 2010 und Hartz IV denken. Auch das hat die Partei inzwischen überwunden. Wir haben eine klare Haltung. Wir sagen, wir wollen Hartz IV abschaffen, wir wollen ein Bürgergeld, wir wollen nicht mehr so viel Sanktionen und Zumutungen, sondern wir wollen Menschen stärker fördern und ihnen helfen. Ich kann Ihnen aber ein ganz konkretes Beispiel für München nennen. Wir werden uns sehr, sehr stark dafür einsetzen, dass wir noch deutlicher Politik für Mieterinnen und Mieter machen, insbesondere für die Menschen, die jetzt Schwierigkeiten hatten oder haben, in der Corona-Krise ihre Miete zu bezahlen. Da werden wir auch deutlich vernehmbar uns nach Berlin wenden und werden der Parteispitze sagen, da muss mehr passieren. Aber Sie sprechen es jetzt gerade an, das Thema Mieten, das war auch ein Kernthema von Natascha Kohnen. Auch das hat ja anscheinend nicht groß gezündet, sonst wären Sie erfolgreicher gewesen. Wir hatten tatsächlich das Problem, dass wir die Mietpreisbremse eingeführt haben, schon in der letzten Amtszeit des Bundestags. Und ich habe da sehr viel gesprochen mit dem Ulrich Kälber, der war damals Staatssekretär im Bundesjustizministerium. Der hat gesagt, er hätte nie gedacht, dass so viele Vermieterinnen und Vermieter schummeln bei der Mietpreisbremse. Wir mussten die Mietpreisbremse dann zum Beispiel erst verschärfen, das ist ja in dieser Legislaturperiode passiert, damit es Offenlegungspflichten gibt, dass die Mieterinnen und Mieter, wenn sie eine neue Wohnung bezogen haben, sagen konnten zum Vermieter, du musst uns aber sagen, was war die Miete vorher. Kann man ja jetzt sagen, das hätte man von Anfang an einplanen können, aber was ich erklären will, ist einfach, wir haben was auf den Weg gebracht, aber es hat nicht so gut funktioniert. Das musste nachgebessert werden. Das ist ein Teil des Problems. Und an anderen Stellen, glaube ich, da müssen wir noch weitergehen. Zum Beispiel, wenn Sie nach München schauen, die Bodenpreise in München, die Spekulation, die mit Grund und Boden betrieben wird. Der alte Oberbürgermeister und Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel hat immer gesagt, wir brauchen ein neues Bodenrecht. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Gewinne, die da gemacht werden, auch der Allgemeinheit zugutekommen. Diese Diskussion müssen wir auch führen. Viele Münchnerinnen und Münchner warten natürlich drauf, wann sinken denn die Mietpreise oder wann bleiben sie stabil und es steigt und steigt und steigt. Das ist richtig. Aber wir werden es tatsächlich nur schaffen, wenn wir es auch schaffen, den Städten und Gemeinden der Landeshauptstadt die Möglichkeit zu geben, mehr Grund und Boden selber zu bebauen mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Ich finde, diese Wohnungen gehören viel stärker in öffentliche Hand, in die Hände von Städten und Kommunen, weil nur dort ist garantiert, dass kein Profit auf Kosten der Mieter gemacht wird. Frau Endres, ist die Zeit des Abarbeitens an der Regierung vorbei für die bayerische SPD? Naja, wir sind ja in einer Opposition in der SPD und wir müssen selbstverständlich immer wieder darauf hinweisen, welche Fehler aus unserer Sicht, welche Ungerechtigkeiten von der Staatsregierung kommen. Deswegen werden wir das sehr genau beobachten und ich bin da zum Beispiel auch sehr froh, dass der Florian von Brunn jetzt diese Amigo-Affäre zum Beispiel aufgedeckt hat. Das ist natürlich unsere Aufgabe. Aber was wir sehr wohl auch machen wollen, ist, mal wirklich Zukunftsideen zu formulieren. Wie wollen wir denn leben in 10, 20 Jahren? Was wünschen wir uns für unsere Kinder und Enkelkinder, um unsere eigenen Ideen nach vorne zu tragen? Wir haben fantastische Ideen, wir haben tolle Inhalte, aber die bringen wir nicht so nach außen, wie wir sie nach außen bringen könnten. Und ich glaube, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den wir auch angreifen müssen. Was würden Sie als wichtigste Zukunftsidee beschreiben? Die wichtigste Zukunftsidee ist für mich diese ganze Klimakrise, auf die ich wirklich auch selber keine Lust habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir die angehen, weil die für das Überleben wichtig ist, aber dass wir hier schaffen, unsere Industriearbeitsplätze, die Arbeitsplätze im Allgemeinen, egal ob auch in Dienstleistungen, dass wir die mitnehmen, mitgestalten und dass wir die ArbeitnehmerInnen da eben nicht alleine lassen. Und das ist mir ganz besonders wichtig, dass wir sagen, wir kombinieren diesen Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit und vor allem mit Arbeitsplätzen. Dafür steht Ronja Endres? Ganz genau. Wir wollen gleich weitersprechen, machen aber eine ganz kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und sind dann gleich wieder zurück hier beim Stadtgespräch bei München TV. Musik.
Willkommen zurück zum Stadtgespräch hier bei München TV, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu Gast die neue Doppelspitze der Bayern-SPD, die Landesvorsitzende Ronja Endres und der Landesvorsitzende Florian von Brunn. Herr von Brunn, Sie haben sich ja besonders die Umwelt- und Klimapolitik auf die Fahnen geschrieben. Jetzt ist das natürlich so ein Kernthema der Grünen. Sagen sich nicht viele Wählerinnen und Wähler dann lieber doch das Original wählen? Also ich glaube tatsächlich, dass viele Wählerinnen und Wähler auch darauf warten, dass wir nicht nur über Klimaschutz reden. Klimaschutz ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, aber die Menschen wissen ja auch oder merken auch, dass damit große Veränderungen verbunden sind. Sowohl bei der Energieversorgung, erneuerbare Energien, als auch bei der Frage Verkehr. Jetzt kommt die E-Mobilität und so weiter. Und ich glaube tatsächlich auch, dass viele Menschen Angst haben vor der Veränderung, weil sie befürchten zum Beispiel, Mensch, ich kann mir das nicht leisten, ich kann mir kein E-Auto leisten, Energie wird im Preis steigen und so weiter. Und da brauchen wir schon eine SPD, die darauf achtet, dass es auch, dass die sozialen Aspekte dabei berücksichtigt werden, dass Energie bezahlbar bleibt für die Menschen, dass sich auch in Zukunft Menschen mit einem kleineren Einkommen noch ein Auto leisten können, weil wir reden bei E-Autos ja über satte Preise. Das heißt, wie schaffen wir diese Energiewende? Für alle gerecht. Also das Erste ist mal, dass wir in Bayern wirklich wieder Windräder bauen müssen. Also der Windkraftstopp in Bayern ist ein totaler ist ein Irrweg, ist ein Holzweg. Aber damit wir die Widerstände der Menschen überwinden, gibt es ja ein paar gute Vorschläge. Das eine ist, dort wo Windräder gebaut werden, müssen auch die Städte und Gemeinden profitieren. Also da muss es eine Beteiligung an der Gewerbesteuer geben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, warum nicht den Menschen, die dort leben, auch günstigere Strompreise direkt vom Windrad den Strom anbieten, einfach auch um die Menschen mitzunehmen. Ganz aktuell wird es einen Bürgerentscheid im Mai geben im Ebersberger Forst. Da wird über neue Windräder abgestimmt. Wie wichtig ist, dass man die Bürgerinnen und Bürger bei diesen Entscheidungen mit einbezieht? Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen, dass sie mitdiskutieren können, dass sie immer wissen, was es für eine Planung gibt. Aber auf der anderen Seite, wir werden die Atomkraftwerke abschalten. Im nächsten Jahr das letzte bayerische Atomkraftwerk Isar 2, Ohu, das wird abgeschaltet. Wir haben eine enorme Stromlücke. Und wenn wir die nicht füllen, also wenn wir nicht Windräder bauen, mehr Photovoltaik, auch die Geothermie zum Beispiel in München, die Erdwärme, dann werden wir den Strom importieren müssen. Und da wird es auch zum Anstieg von Strompreisen kommen. Und deswegen bin ich dafür, dass nach gründlichen Naturschutzprüfungen auch sowas möglich ist, wie Windräder im Ebersberger Forst zu bauen. Und wie wollen Sie jetzt beim Wähler da punkten mit diesem einen Kernthema Umwelt- und Klimapolitik? Also es ist ja nicht unser eines Kernthema Umwelt- und Klimapolitik, sondern wir wollen ja den Klimaschutz so vorantreiben, dass eben die Menschen tatsächlich echt mitgenommen werden. Und da geht es zum Beispiel darum, Bayern ist ein Industriestandort, sehr viele Arbeitsplätze hängen in Bayern von der Industrie ab, zum Beispiel von der Automobilindustrie, über 200.000 Arbeitnehmerinnen in Bayern. Da müssen wir eben schauen, wie kriegen wir es denn hin, dass diese Arbeitsplätze erhalten oder weiterentwickelt werden. Haben wir genügend Qualifizierungsangebote für die Mitarbeiter? Haben wir genügend Fördermittel für neue Technologien? Haben wir diese Gelder vielleicht auch, um diese neuen Technologien recyceln zu können? Können wir Möglichkeiten schaffen, Fördergelder für Technologien zum Beispiel auch an Standortsicherung zu knüpfen? Es kann ja nicht sein, dass wir Steuergelder bereitstellen und die Firmen dann die Arbeitsplätze zum Beispiel ins Ausland verlegen. All diese Dinge müssen wir jetzt mitdenken. Es ist nicht nur dieses Klimaschutzthema. Das Klimaschutzthema machen wir, weil wir es machen müssen, weil das wirklich die Situation ist, in der wir uns befinden. Wir sind diejenigen, die wirklich schauen wollen, wir nehmen die Gesellschaft mit. Wir nehmen die Leute mit, die jeden Tag gerne bei BMW, bei Audi, bei MAN oder bei einem Zuliefererbetrieb stehen, da gerne ihre super Arbeit leisten, die sehr gut bezahlt wird, weil die IG Metall da ihre sehr guten Tarifverträge hat, dass diese Arbeitsplätze erhalten oder weiterentwickelt werden, dass wir die Menschen mitnehmen können, dass die gerne auch sich für den Klimaschutz engagieren, weil sie sagen, das gefährdet mich nicht. Im Gegenteil, das hilft mir. Ein Herzensanliegen von Ihnen ist auch die Bildungspolitik. Welche Akzente wollen Sie da setzen? Genau, bei der Bildungspolitik ist es tatsächlich so, dass Corona jetzt erstmal aufzeigt, welche Schieflage haben wir hier eigentlich in diesem gelobten Bayernland. Da muss man schon sagen, mit der Chancengerechtigkeit, gleiche Chancen für alle im Bildungsweg, ist es nicht besonders weit her. Es ist so, dass wir jetzt sehen, bundesweit haben wir wahrscheinlich doppelt so hohe Abbrecherrate durch Corona. Und das werden natürlich nicht
die Kinder sein, die von vornherein, sage ich mal, im Elternhaus sehr viel Unterstützung bekommen, sondern es sind wieder die Kinder, die auf der Strecke bleiben, die wenig Unterstützung hatten. Ich weiß das aus meiner eigenen Biografie. Wäre ich mit der Situation, in der ich aufgewachsen bin, in der heutigen Zeit, ich wäre absolute Verliererin. Wir werden jetzt Leute sehen, Kinder sehen, die mit in der zweiten, dritten Klasse nicht lesen oder schreiben können. Wer fängt die auf? Wo kriegen sie Unterstützung her? Und diese, also das ist diese brennende Corona-Gefahr, die wir jetzt als erstes austreten müssen. Aber dabei darf es nicht bleiben. Wir müssen unser Bildungssystem im Gesamten hinterfragen, wie wir gleiche Chancen für alle schaffen. Mir ist schon wichtig zu sagen, ich will nicht, dass jeder oder jeder studieren geht. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass jede und jeder dieselben Chancen hat, egal ob die eine Ausbildung machen möchten, ob die auf die Mittelschule gehen wollen, ob die aufs Gymnasium wollen. Die sollen einfach von vornherein dieselben Möglichkeiten bekommen. Herr von Bohl, gerade viele Eltern stehen natürlich jetzt im Moment vor einer riesigen Herausforderung, weil Distanzunterricht stattfindet, Homeschooling. Da muss man natürlich auch immer mit dabei sein und schauen, dass das alles läuft. Da ist auch Ihre Befürchtung, dass da viele möglicherweise auf der Strecke bleiben könnten? Das ist wirklich so. Also ich finde es geradezu fahrlässig, wie der Ministerpräsident und der Kultusminister mit der Situation im Moment umgehen. Der Kultusminister Piazzolo sagt, ja, also wir fangen das schon auf, diese Probleme. Wir übertragen einfach das, was wir bisher gemacht haben, auf Distanzlernen, auf Homeschooling. Also wir machen Leistungsprüfungen auf Deutschschulaufgaben und Exen. Und wenn es dann schlechte Noten gibt, dann wissen wir, dann müssen wir halt diese Schüler ein bisschen fördern. Das funktioniert vielleicht im Präsenzunterricht, also wenn die Schülerinnen und Schüler da sind. Ja. Aber wir haben jetzt eine Situation, unter normalen Bedingungen da sind, aber wir haben jetzt eine Situation, wo es bei den Schülerinnen und Schülern oft schon jetzt Ausfälle gibt, wo die nicht so klarkommen mit dem Unterricht vor dem Computer. Und ich finde, da müsste viel mehr passieren. Also ich hätte mir schon längst gewünscht, dass sich diese Staatsregierung, der verantwortliche Kultusminister, mal wirklich Expertinnen und Experten ins Haus holt und sagt, was können wir tun, damit diese Generation jetzt keine Corona-Verlierer werden? Können wir Nachhilfeinstitute, Volkshochschulen nutzen für Schülerinnen und Schüler, die Probleme haben, damit denen geholfen wird? Wissen Sie, es gibt viele Eltern, die nicht den Geldbeutel haben, um private Nachhilfe zu bezahlen. Und für die brauchen wir Lösungen. Kommen wir noch mal zum anderen Thema. Kommen wir noch mal zur Bayern-SPD. Ihnen sind haufenweise die Mitglieder weggelaufen. Es waren mal 120.000. Jetzt sind wir ungefähr bei 54.000. Viele sind schon ein bisschen älter, wenig Junge dabei. Wie schaffen Sie es denn, gerade die Jungen wieder zu begeistern für die bayerische SPD, Herr von Brunn? Also das eine ist natürlich, dass wir eine Jugendorganisation haben, die Jusos, mit denen wir verstärkt zusammenarbeiten wollen. Die können zum Beispiel ziemlich gute Social-Media-Kampagnen machen, also auf Facebook und Instagram. Da habe ich sehr viel Vertrauen in die. Und das andere ist, glaube ich, dass wir ja in den letzten Jahren in der Großen Koalition halt viele, viele wichtige Sachen gemacht haben. Vom Mindestlohn über die Grundrente bis zum guten Kita-Gesetz. Aber wir haben eigentlich keine so... Die SPD war ja immer eine Zukunftspartei, keine Vision, wo es mal hingehen soll. Ja? Im Zusammenhang mit Klimaschutz. Wir wollen einen öffentlichen Verkehr auch auf dem Land, wo man überall hinkommt und der für alle bezahlbar ist, für Jugendliche frei. Also einfach Zukunftsvisionen. Und ich glaube, wenn die SPD mehr Mut hat zu Zukunftsvisionen, das begeistert auch Jugendliche und Kinder. Und bei den großen Studien von Shell-Jugendstudien, sagen übrigens viele Kinder und Jugendliche für sie ganz große Themen Klimaschutz, Gerechtigkeit, fairer Umgang, gerechter Umgang mit geflüchteten Menschen und sowas. Also auch die Gerechtigkeitsthemen, die ja klassischerweise SPD-Themen sind, sind ganz wichtige Themen für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, wir müssen diese jungen Leute auch ein bisschen anders ansprechen. Also es hilft, wenn man eine junge Person hat, die da auch in der Öffentlichkeit steht. Ich bin jetzt mal jung. Aber dass man eben auch zeigt, diese Parteiarbeit, die kann auch wirklich Spaß machen. Wie stelle ich mir das in der Praxis dann vor? Also es ist so, wir haben in jedem Bereich Bayerns mittlerweile unsere Jugendorganisation, die Jusos, dabei. Die sind auch wirklich sehr, sehr offen. Man kann da einfach hingehen, jetzt nicht mehr ganz so einfach mit Corona, weil es physisch natürlich nicht geht, aber die treffen sich auch gerade alle online.
Man kann einfach dazukommen und sagen, hey, ich habe Lust, was zu bewegen, ich habe wirklich Lust, was zu machen, ich will, dass meine Ideen und dass auch ich selber ernst genommen werde. Und ich glaube, wenn wir das wieder transportieren können, indem dass wir junge Leute auch voranschicken, wir haben zum Beispiel auf der Bundestagswahlliste ganz tolle junge Leute, wirklich, hier die Saya Knorr-König hier in München zum Beispiel, die eine junge Pflegekraft ist, die Lena Wagner, also wirklich Leute, die ein jugendliches Profil auch haben. Und dass wir das rüberbringen, dass wir sagen, Leute, kommt zu uns, engagiert euch, es macht Spaß, es ist Politik und ihr müsst auch nicht Angst haben, wenn ihr erstmal die ganzen Wörter nicht kennt und so, weil da kommt man rein und wir geben da auch wirklich gute Hilfestellungen, sogar in eigenen Bildungsprogrammen. Das heißt, Sie wollen sich auch verstärkt gerade um die jungen Menschen kümmern? Absolut. Uns ist die junge Wählerschaft ganz besonders auch wichtig, weil das ist ja ein Zukunftsthema, was wir gesetzt haben. Wir wollen uns um den Klimaschutz kümmern, wir wollen uns um Gerechtigkeit kümmern. Das sind die Themen für die jungen Leute. Und ich möchte auch mit denen selber sprechen, also ich werde mit den Schülerverbänden reden zum Beispiel. Ich möchte mit dem Bayerischen Jugendring sprechen, mit den Kreisjugendringen. Einfach um zu wissen, was sind gerade eure Probleme, was sind die Themen, die euch wirklich wichtig sind. Und wie kommen wir auch wieder zu euch aufs Smartphone? Solche Ideen holt man sich allerbesten direkt von den jungen Leuten selbst. Herr von Brunnen, welche parteiinternen Reformen braucht es denn jetzt? Also parteiinterne Reformen. Ich glaube, wir haben hochmotivierte Mitarbeiter in unserer Parteizentrale am Münchner Oberanger, die nur darauf brennen, loszulegen jetzt. Und das Erste ist natürlich, dass wir gucken, wie können wir noch viel mehr in die Öffentlichkeit kommen. Ich glaube, ich hatte es schon gesagt, aber dass man noch mal guckt, was geht noch mehr bei der Pressearbeit, was geht noch mehr bei Kampagnen, bei politischen, das ist das eine. Und das andere ist, wir werden da auch gucken, ob wir noch mal Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Partei schaffen können, für die Leute, die vor Ort in der Kommunalpolitik sind, in den Ortsvereinen, dass wenn die Hilfestellung brauchen, dass die einfach zum Telefonhörer greifen oder per WhatsApp oder Telegram eine kurze Nachricht schicken und dass sie wissen, ihnen wird sofort geholfen, sie kriegen Unterstützung, sei es beim Plakatieren oder wenn es darum geht, irgendjemanden zu wählen und aufzustellen und man nicht so genau weiß, wie das funktioniert. Also den Service-Charakter und die Unterstützung, den Support einfach ausbauen auch. Kommen wir mal von München nach Berlin. Die Bundestagswahl findet im Herbst statt. Umfragen sehen die SPD momentan so bei 13%. Das ist etwa die Hälfte von der Union oder den Grünen. Warum tut man sich so schwer im Bund? Gut, also die Umfragen variieren ja. Wir waren jetzt immer bei 15-16% stabil. Im Moment hatten die Grünen eine Kanzlerkandidatin aufgestellt. Da sagen die einen, ja, das ist jetzt eine neue Lichtgestalt. Die anderen sagen, sie hat keine politische Erfahrung. Sie hat kein Ministeramt gehabt, sie hat kein wichtiges kommunales Amt gehabt. Wir haben einen Kanzlerkandidaten, der ist Vizekanzler und Finanzminister. Der war vorher erfolgreicher Bürgermeister der Stadt Hamburg. Und der ist international auch anerkannt. Und der hat gerade bewiesen jetzt in der Corona-Krise zusammen mit Hubertus Heil, dem Arbeitsminister von der SPD, dass sie uns sicher durch diese Krise steuern. Das muss man ja mal sagen. Wir haben das schon bei der Finanzmarktkrise 2007, 2008, haben wir es verhindert, dass es zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch kam. Und jetzt ist wieder die SPD, die dafür sorgt, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt, dass die Menschen durch die Kurzarbeitsregelung nicht in die Arbeitslosigkeit fallen. Und dafür steht Olaf Scholz. Und das werden wir noch viel, viel stärker herausstellen, dass Olaf Scholz jemand ist, auf den man sich gerade jetzt in der Krise und nach Corona verlassen kann. Aber warum können Sie es nicht verkaufen? Der Bundestagswahlkampf fängt ja jetzt erst an. Ja? Und ich glaube, da wird schon noch ein bisschen was dazukommen. Da wird noch ordentlich Fahrt aufnehmen. Wie beurteilen Sie denn die Bewältigung der Corona-Krise in Berlin? Sie regieren ja schließlich mit im Bund. Also, was ich wirklich wichtig finde, ist, dass wir sehr, sehr viel Geld locker gemacht haben, um die Wirtschaft zu retten. Weil viel, viel schlimmer wäre es, wenn wir jetzt gesagt hätten, nein, also wir haben jetzt die Schuldenbremse, wir müssen sparen. Uns ist das egal. Wir sperren zwar das Land zu, aber wir geben den Unternehmen, der Gastronomie und so weiter kein Geld, weil dann hätten die entlassen, dann hätte es ganz viele Insolvenzen gegeben und es würde dann viel, viel schlimmer und viel größere Kosten auch produzieren für die Gesellschaft. Steuerausfälle, Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe und so weiter. Deswegen finde ich, dass dieser Teil ganz hervorragend gemacht ist. Was man immer noch verbessern kann, ist, dass die Überbrückungshilfe und so weiter relativ lange dauert, bis sie ausgezahlt wird. Das finde ich völlig unbefriedigend. Es liegt zum Teil am Bundeswirtschaftsministerium, an einem Herrn Altmaier. Es liegt aber auch zum Teil an den Landesverwaltungen, also auch am Freistaat Bayern. Die haben nämlich gesagt,
Das können wir nicht. Bitte mach du, lieber Bund. Eigentlich erwarte ich das von einer Länderverwaltung, dass die das auf die Reihe kriegt. Die Kurzarbeitergeldregelung bewahrt die Menschen davor, in die Massenarbeitslosigkeit zu gehen. Aber es gibt, also wo ich nicht zufrieden bin, ist, dass wir noch ein paar Gruppen haben, was heißt ein paar, einige Gruppen haben, um die wir uns stärker kümmern müssen. Beschäftigte aus der Gastronomie, die 450-Euro-Jobs haben, wo der Job weggefallen ist, die keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben und die keine Trinkgelder mehr kriegen. Was ist mit diesen Menschen? Die sind jetzt auf Sozialhilfe, auf ALG II verwiesen. Also ich glaube, da müssen wir noch uns viel mehr drum kümmern. Was ist mit den Kulturschaffenden, Künstlerinnen und Künstlern? Wie geht's denen? Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist und was wir machen müssen, ist nach der Corona-Krise, wenn das Land wieder aufgesperrt wird, dass wir dafür sorgen, dass es einen starken wirtschaftlichen Impuls gibt, dass es ein ordentliches Konjunkturpaket gibt. Und wie kann der gelingen? Da muss Olaf Scholz noch mal die Kassen aufmachen. Man muss sagen, ich gebe den Unternehmen was. Wir müssen verhindern, dass Unternehmen insolvent werden. Und wir müssen auch verhindern, dass Menschen zum Beispiel, die haben ja drei gestundete Monatsmieten aus dem letzten Jahr zum Teil. Die durften ja Stunden, wenn sie in einer schwierigen sozialen Lage waren, dass Menschen, die das nicht zurückzahlen können, dass denen geholfen wird. Da erwarte ich auch vom Staat, von meiner Regierung in Berlin, dass sie sagt, hey, bevor jemand seine Wohnung verliert, kriegt er einen staatlichen Zuschuss. Frau Endres, Herr von Brunn hat jetzt gerade schon den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gelobt. 2017 war es der Schulz-Zug, der dann aber ausrangiert worden ist. Jetzt ist es der Scholz-Zug und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Scholz-Zug noch gar nicht richtig aus dem Bahnhof rausgefahren ist. Ja, diesmal haben wir wirklich die sehr schöne Lage, dass wir sehr früh unseren Kandidaten festgelegt haben. Wir stehen kurz davor, unser Programm finalisiert zu haben, das wirklich großartig ist, das sich um soziale Gerechtigkeit kümmert, das den Klimaschutz mit drauf hat, aber eben auch Ideen für die Zukunft entwickelt hat, zum Beispiel für die Industriearbeitsplätze, aber auch zur Pflege viel enthält. Also das kommt jetzt. Und wir stehen in den Startlöchern für diesen Bundestagswahlkampf. Wir haben jetzt in den sozialen Medien schon mal gestartet, das lief schon mal sehr gut. Und ich glaube, wir sind jetzt einfach bereit, diesen Scholz-Zug vielleicht etwas langsamer starten zu lassen als den Schulz-Zug, dass der dafür aber auf der Strecke die höhere Geschwindigkeit und Fahrt aufnimmt und dann auch pünktlich ankommt. Ja, dann schauen wir mal, nach welcher Rechnung kann er denn Kanzler werden? Wenn man sich jetzt mal die Umfragen anschaut, dann ist es doch eher unwahrscheinlich. Also Umfragen sind ja auch immer also dem Moment geschuldet, das muss man dazu sagen. Ich glaube, da muss man keine großen Rechnungen aufmachen, das wäre ganz falsch. Der Moment dauert bei der SPD aber schon ganz schön lang. Aber vielleicht darf ich eines ergänzen. Gerne. Als Martin Schulz angetreten ist und gesagt hat, wir sind wieder für euch da, also für die Menschen, die jeden Tag hart arbeiten, sind die Umfragewerte der SPD von 20 auf über 30% explodiert. Und Olaf Scholz hat was Ähnliches vor. Also Martin Schulz kam ja aus dem Europaparlament. Der hatte jetzt nicht diese Regierungserfahrung von Olaf Scholz. Olaf Scholz sagt, wir wollen den ganz normalen Menschen in diesem Land wieder mehr Respekt zukommen lassen. Wir wollen für euch was tun, sei es im sozialstaatlichen Bereich. Wir wollen eure Zukunft sichern. Wir wollen in die Wasserstoffwirtschaft einsteigen. Wir wollen Klimaschutz betreiben. Also ich würde es nicht ausschließen, dass die SPD noch mal ordentlich nachlegt. Vor allem, wenn sich zeigt, dass bei den Grünen zwar viel Prinzip Hoffnung da ist, aber wenig Substanz dahinter steckt. Wie könnte denn ein mögliches Bündnis dann aussehen nach der Bundestagswahl? Also da müssen wir uns natürlich nach den Mehrheitsverhältnissen richten. Wir haben natürlich ein Interesse daran zu regieren und Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, da gibt es jetzt sehr viele neue Möglichkeiten, zum Beispiel, die sich auftun, mit denen vielleicht auch vorher niemand gerechnet hätte bei einer so schwachen Union. Welche Möglichkeiten würde Sie begeistern? Also mich begeistert Kanzler Scholz zusammen gerne mit den Grünen, zusammen gerne auch mit einer FDP oder den Linken. Das müsste man dann verhandeln, welche Inhalte man auch durchsetzen kann. Herr von Brunn, ich sehe es genauso. Oder Rot-Rot-Grün? Ich sehe es genauso wie die Frau Endres. Was ist Ihnen denn am liebsten? Also wir brauchen tatsächlich eine Koalition in Deutschland, die die Zukunft gestaltet, also die Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit umsetzt, die dafür sorgt, dass Arbeitsplätze gesichert werden.
Allein die Tatsache, dass bei uns die Einkommens- und Vermögensverteilung immer ungerechter wird. Der Reichtum konzentriert sich in immer weniger Händen. Also wir müssen doch investieren in Leistungen, in staatliche Angebote, die allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung stehen und nicht bloß zulassen, dass der private Reichtum immer größer wird. Und ich glaube, da braucht es eine fortschrittliche Koalition. Bin gespannt, ob die FDP mit Herrn Lindner bereit ist, auch zu sagen, wir vergessen mal Egoismus und private Profite. Orientieren uns ein bisschen an unseren guten Wurzeln aus den 70er Jahren, wo sie viel progressiver waren. Aber dann wären sie möglicherweise auch ein Partner. Ansonsten, glaube ich, ganz ehrlich, die Grünen und auch ja, die Linkspartei wären durchaus Möglichkeiten, mit denen man regieren könnte. Wäre es denn für die SPD vielleicht nicht auch mal ganz gut, wenn man in die Opposition geht, um sich völlig neu aufzubauen, Frau Endres? Also Opposition würde der Union ja nicht schaden, sage ich dazu. Das gilt natürlich nämlich nicht nur für die SPD, sondern es gilt vor allem auch für die Union, würde ich sagen. Allgemein finde ich es nicht so schlecht, wenn die Parteien auch mal Oppositionserfahrung haben und sammeln können. In diesem Fall würde ich mich freuen, wenn wir zunächst mal die Union in die Opposition schicken. Herr von Brunn, ganz kurzes Schlusswort. Ich möchte, dass die AfD wieder rausfliegt aus den Parlamenten, weil wir keine Rechtsradikalen in den Parlamenten brauchen. Das ist einfach auch noch eine wichtige Sache. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das ausführliche Gespräch hier bei München TV. Ja, und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank fürs Einschalten. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.